euch in den nächsten 20 Minuten Privacy, das heißt Datenschutz vorbereitet, Privatsphäre. Würde da unsere Partner, das sind sozusagen vier Stück, wir haben für jeden einen bestimmten Use Case umgesetzt. Das kann ich beleuchten, das ist aber ganz am Ende. Der Hauptteil ist die Technologie hinter Zero Knowledge Proofs, hinter den Coins, die ihr alle kennt, Monero, hinter Bitcoin Private und zum Beispiel Horizon. Da wäre jetzt die Frage an euch, seid ihr mehr an der Technologie dahinter interessiert oder mehr an den Use Cases, die wir quasi auf der Public Blockchain umgesetzt haben? Das wäre jetzt ein bisschen die Frage an euch. Technologie ist super, finde ich klasse. Das wird auf jeden Fall spannend und die Partner habe ich erwähnt. Datenbanken ist so der erste Vergleich. Also wir sprechen hier seit gestern die ganze Zeit über Blockchain und Dezentralisierung. Wichtig ist eigentlich zu verstehen, dass in der klassischen Enterprise-Welt, was jetzt MySQL und MongoDB ist, beste Beispiele, Airbnb, Booking.com, die benutzen alle solche Standard-Datenbanken, aber die haben natürlich bis zu 100 Server weltweit verteilt, weil die halt eine Menge Traffic, also Datenverkehr, haben auf ihren Plattformen und da haben die sogenannte dezentrale Algorithmen, die finden also über die Datenbanken, die auch dezentral sind, einen Konsensus, genauso, das nennt sich Paxos und der aktuellste wäre jetzt Raft. Die funktionieren relativ ähnlich, wenn wir jetzt auf die andere Seite der Folie gehen, nämlich in die Bitcoin-Welt, wo wir ja den Proof of Work seit 2009 drin haben, wo es genauso ein Konsensus über die dezentralen Datenbanken gefunden werden muss. Es leuchtet jedem ein, dass wir bei dem inklusiven System, was Bitcoin darstellt, also Open Source, es ist offen für alle, es ist organisch gewachsen seit 2009, dass wir dort eben die höchste Dezentralisierung haben und natürlich auf der anderen Seite von der Enterprise-Welt eben die beste Performance haben. Weil es ist klar, dass Booking.com braucht extrem viel Leistung, die müssen eben Transaktionen durchkriegen, die müssen Daten verarbeiten. Dazwischen, das habe ich jetzt als Hyperledger und Tendermint genannt, da wäre die Frage, haben einige von euch schon von Hyperledger gehört oder von Tendermint? Gehört, ja. Weil Hyperledger ist eigentlich im Grunde gar nicht eine richtige Blockchain, die ist eigentlich nur eine Blockchain, weil sie einen Konsensus nimmt, also eine Vertrauensbildung innerhalb der verteilten Datenbank, der ein bisschen an den Proof of Work von Bitcoin angelehnt ist, aber es gibt dort noch viel weitere Konsensusmechanismen. Dieses RBFT, das ist sozusagen der Reduced Byzantinian Fault Tolerance und das ist eigentlich das, was dem Bitcoin-Konsensus am ähnlichsten kommt. Aber es gibt mittlerweile bei Hyperledger sehr viele, deswegen habe ich die in der Kategorie Dezentralisierung, Scalability und Privacy so ein bisschen in der Mitte überall. Dort muss man am meisten Setup machen, man muss am meisten Konfigurationen machen. Hyperledger ist von der Linux Foundation da schon sehr entgegenkommend, also es gibt für alles eine Anleitung, es gibt auch so ein sogenanntes Programm, man kann ein richtiger Hyperledger-Ingenieur werden sozusagen, aber trotzdem würde ich das eben so in der Mitte einordnen, was die ganzen Charakterisierungen angeht. Bei all den Datenbanken, die jetzt hier verteilt sind, ist bei allen das Grundproblem der, man nennt es Censorship Resistance, das heißt also, wenn zum Beispiel Booking.com einen DDoS-Angriff, also eine Attacke bekommt, eine Cyberattacke bekommt oder ein Hacker sich einen Zugang verschafft zu einem Server und dort Passwörter abfasst, dann ist das sozusagen abschaltbar, das Netzwerk. Und Privatsphäre ist bei den Enterprise-Datenbanken, also MySQL, MongoDB, zu einem gewissen Grad gegeben, weil natürlich die Firmen extrem viel versuchen einzurichten mit Zugriffskontrollen und mit verschiedenen Sicherheitsmechanismen, um das sozusagen abzusichern, dass keine Daten nach außen gelangen. Aber innerhalb dieser dezentralen Datenbanken ist eigentlich bei Default jede Daten, jede Information transparent da. Gut, was haben wir jetzt für Möglichkeiten, technologisch gesehen, uns Privatsphäre einzubauen? Das kann man in zwei wesentlichen Kategorien, also gibt es eigentlich Gläser? Ja, oder? Ja. Genau, also es gibt im Wesentlichen zwei große Kategorien. Das eine sind sogenannte Zero-Knowledge-Proofs und die Alternative dazu sind Mixnetzwerke. Dieser Teil hier oben, der beschreibt eigentlich, wie aus der Computertechnik heraus das gewachsen ist. Also wir haben nämlich zuerst fing es an mit sogenannten Computernetzwerken, also wir haben einen Servercluster und die mussten halt untereinander ja zusammen was errechnen und da hat man oft den Fall, dass eine Maschine weiter ist als die andere und da gibt es eben hier Algorithmen, die man innerhalb dieses dezentralen Computernetzwerks, ohne dass man weiß, welcher Server welche Information übermittelt hat, im Konsensus findet. Das ist grundsätzlich hier diese ganze Kategorie am Rand. Das
alles fällt und alles unter das sogenannte Mixing. In der Zero Knowledge World ist der Ansatz ein anderer. Da gehe ich davon aus, dass wenn ich verteilte Computer habe, die miteinander kommunizieren, dass ich von dem einen, der jetzt eine Bitstream oder eine Bitinformation übermittelt, gar nicht davon, also den Nachweis haben will, dass der das wirklich als Ergebnis korrekt berechnet hat. Ja, das heißt also, man nimmt so ein bisschen an, dass ich die Information von ihm annehme, ohne dass ich nachvollziehe, ob er wirklich das Wissen hat. Das steckt so im Grunde hinter Zero Knowledge Proofs. Wer da noch mehr wissen will zu der ganzen Kryptographie, kann man sich angucken, Schnorr-Signaturen oder Fiat-Shamir. Wichtig für uns, zum groben Verständnis, wie das im Blockchain-Space sich entwickelt hat, ist, dass wir auch hier eine Hybrid-Kategorie haben. Dazu zählen Bitcoin, Monero, Grin und Beam, sage ich dann noch was dazu. Und ganz links, das ist sozusagen die Hardcore-Zero-Knowledge-Ecke, das ist Zero-Coin, wurde auch gestern in einem Vortrag von dem Professor Schröder erwähnt, ist aktuell immer noch in der Coin von Pidix als Protokoll implementiert. Und wir haben hier die Ecke C-Cash. Und wir haben sogar in der Ethereum-Welt haben wir seit 2018 das sogenannte Sokrates. Das ist möglich, weil die in dem Byzantium-Upgrade von Ethereum State Channels eingebaut haben, wo wir jetzt die CK-Smart einbauen können. Okay. Also wir haben drei Kategorien, habe ich beschrieben. Bei denen hier würde ich nochmal gerne zurückkommen. Das ist eigentlich alles in dem Bitcoin Talk Forum announced. Das heißt also, Maxwell ist einfach ein Bitcoin, sag ich mal, Maximalist, und der hat erkannt, Privacy ist wichtig und hat eben das CoinJoin erfunden, was im Endeffekt ein bisschen vergleichbar ist mit dem Monero, wo wir die Senderadressen übereinander legen und dann einen Ring bilden, das hin und her gemischt wird. Und heute benutzt die reine CoinJoin-Form die sogenannte Dashcoin. Bei Monero ist noch was hinzugefügt. Da haben wir nämlich noch die andere Seite, dass wir bei Monero in dem Kryptonode-Protokoll eine elliptische Kurve verwenden, zeige ich dann später noch. Und das heißt, wir haben quasi von beiden Welten haben wir in Monero was eingebaut. Heute in dem Mixing ist das aktuellste Tumblebit. Hier noch so ein bisschen der Disclaimer. Wer zum Beispiel Tumblebit oder CoinShuffle oder sowas nimmt, man muss dann halt immer aufpassen, dass in der Bitcoin-Welt, da gibt es keinen wissenschaftlichen Paper drüber. Das heißt, es gibt jetzt nicht ein wissenschaftliches Gremium, was das prüft oder so. Ne? Das ist auch der größte Kritikpunkt an Tumblebit. Es ist von der Performance am besten. Also man könnte es sicherlich wunderbar für Bitcoin implementieren, aber es gibt eben kaum ein Review drüber, ne? Ob das wirklich so sicher ist. Und ich glaube, das kam auch gestern drüber, dass bei dem Zero-Coin selbst die Forschergruppe von Professor Schröder ja ein Jahr oder was gebraucht hat, um dann das Paper zu veröffentlichen, dass die einen großen Bug drin haben. Von daher wäre ich generell mit all den Privacy-Technologien hier sehr vorsichtig. Die aktuellste Entwicklung aus dem Nimble-Wimble-Bereich ist Grin & Beam. Nimble-Wimble an sich benutzt die Range-Proofs, unterscheidet sich zu den CK-Snarks, dass man eigentlich im Grunde die Bitcoin-Skripte rausnimmt. Deswegen, man hat halt einen beschränkten Bereich, in dem man diesen Zero-Knowledge-Proof macht. Und damit werden die Coins, die hier implementiert sind, sozusagen nicht so multifunktional, wie man die hier drüben eigentlich vorfindet. Und das ist auch der Grund, warum ich hier einen roten Rahmen gemacht habe. Dadurch, dass wir in den CK-Snarks einen relativ großen Spielraum haben, in dem Memo-Feld, was eingebaut ist in jeder Transaktion, das sind 512 Byte, können wir darin halt verschiedene Code einbauen. Was wir zum Beispiel machen, ist, wir bauen JSON, also ein ganz normales zusammengeflügtes JSON-Datei, bauen wir in 512 Byte ein und haben dann quasi off-chain eine Logik, die das verarbeitet und in ein externes Datenbanksystem überführt. Also das heißt, wir nutzen CK-Snarks, um von dem, was ich vorhin gezeigt hatte, Enterprise-Datenbanken eine Schnittstelle in die Blockchain zu bekommen. Das Tolle ist natürlich, dass wir mit dieser Methodik jetzt nie die Daten öffentlich hinlegen, sondern wir haben eben die Privacy-Funktion, dass die Daten versteckt sind und eigentlich niemand weiß es, dass wir das auf der Blockchain machen. Hat auch gewisse Drawbacks, können wir dann gerne diskutieren, dass wenn versteckte Daten sind, ist auch immer ein Risiko. Aber jetzt nochmal ein kurzer Einstieg in die Zero Knowledge Protocol Welt. Da stelle ich einfach nochmal die Frage, Homomorphic Hiding, German ist okay? Ja. Homomorphic Hiding, sagt das jemand was von euch? So Zero Knowledge generell? Na, dann wird das jetzt schwer. Dann machen wir das gleich kurz. Also ihr wisst auf jeden Fall bei Bitcoin, wir haben immer Coins und für ein Zero Knowledge basierendes Protokoll, das ist an Zcash angelehnt,
haben wir bei jeder Coin einen sogenannten Public Key und eine Seriennummer. Also ich habe das hier abgekürzt, SNR1 steht für Seriennummer 1. Das ist die Identifikation für jede Coin. Ja? Der Public Key, der kann sich eigentlich ändern, je nachdem, wo die Coin sich befindet, aber die Serial Number ist immer eindeutig. Jetzt haben wir ein Infrastrukturnetzwerk. Wir haben bei Horizon ungefähr 22.000 Server, also 22.000 Nodes verteilt auf der Welt. Und jede Node hat zwei Listen. Das ist die Liste A, wo wir ein Hash haben von dieser Coin, also ein Hash haben von Public Key und Serial Number. Und wir haben eine zweite Liste, wo wir ein Hash haben von den ausgegebenen Seriennummern. Ja, das ist relativ wichtig, weil ihr könnt euch vorstellen, dass bei einer Privacy Coin, wenn ich nicht weiß, wohin welcher Menge an Geld fließt, dann muss ich irgendwie einen Kontrollmechanismus haben, dass wenn einer betrügt, also Coins zum Beispiel erzeugt, mintet und dass ich das weiß, dann muss ich das überprüfen. Und das mache ich eben genau hier in dieser Liste B, weil jede Seriennummer, die einmal ausgegeben wurde, die ist hier gehasht in dieser Liste drin. Da ist jeder noch dabei? Ja. Wunderbar. Die Server, das sind Nodes im Bitcoin-Netzwerk oder wie? Nee, also wir haben unsere Nodes, die sind nur für die Horizon-Chain. Okay. Das wäre jetzt analog bei Zcash, die haben glaube ich, 8000 Server. Genau, ja. Ne? Also Bitcoin selber hat glaube ich 10.000 Nodes, aber bei Bitcoin ist es nicht so einfach, weil die viele im Tor-Netzwerk haben. Da ist es schwer, die eigentliche Nodeanzahl zu prüfen. Aber also Horizon liegt ungefähr bei der Nodeanzahl wie Ethereum, die liegen auch bei 20.000 Nodes weltweit. Ethereum hat aber halt noch ein riesen Testnetz dahinter. Ne? Wir haben jetzt nur ein Mainnet und ein Testnetz. Es ist trotzdem okay, wenn man sich vorstellt, 22.000 Server weltweit, die alle das Protokoll verfolgen, ist auch wichtig, weil wir dezentral sein wollen. So, jetzt haben wir diese Voraussetzungen und jetzt kommt der Moment, das ist hier die 3, wo Alice sagen möchte, ich möchte die Coin 1 ausgeben an Bob. Dazu gibt es jetzt eine Checkroutine, die Alice durchführen muss. Die muss halt erstmal nachweisen, dass sie den Public Key, Private Key Serie Nummer 1 hat. Und das Einzige, was jetzt hier public gegeben wird, gegen das Netzwerk sozusagen, ist dieser Hash von der Seriennummer 1, weil ja geprüft werden muss, ob überhaupt diese Seriennummer aktuell zu dem jetzigen Zeitpunkt ausgegeben werden kann. Es kann ja sein, jemand anders, das ist das klassische Fall Double Spend, will auch die Coin ausgeben, dann wäre das jetzt hier der Moment, wo schon der erste Fehler ansteht. Dann vielleicht nochmal bloß, dass du das gehört habt, es gibt ja immer CK-SNARK, das N, das steht für nicht interaktiv, also non-interactive und bedeutet, dass diese Verification, also dieser Check, ob ich die Coin sozusagen ausgeben darf, dass das auch an den Bob übergeben werden kann. Also non-interactive bedeutet, ich kann Bob davon, aufgrund von Mathematik, sagen, er darf für mich prüfen, ob ich die Coin 1 ausgeben kann. Aber das nur als Seitenbemerkung. Und jetzt kommt das Eigentliche, was hier Rich ausmacht. Wir haben ein Commitment. Dieses Commitment von Alice passiert, indem man hier eine Zufallszahl R auswählt. Diese Zufallszahl R ist jetzt relativ wichtig für die Kryptographie. Das, was hier fett gedruckt ist, das könnt ihr euch mal ein bisschen mitnehmen. Also G hoch R mod P ist wirklich so ein Grundproblem der Kryptographie. Findet man auch noch anderes für Knowledge Assumptions, weil wir jetzt hier annehmen, dass das R sozusagen von Alice eben gewählt ist. Ne? Da gibt es verschiedene andere Methoden. Wir nehmen jetzt an, dass Alice das R zufällig gewählt hat. Diese Gleichung fließt dann noch in den zwei anderen Gleichungen ein. Das Entscheidende für unsere Privacy ist jetzt, dass eigentlich nur C und S bekannt gegeben werden. Damit ist der Hash von T auch mit bekannt, das habe ich extra nochmal rausgenommen. Aber C und S sind eigentlich nur nach außen hin bekannt und der Rest bleibt erstmal bei Alice. Das ist das sogenannte Commitment. Alice committet, dass sie die Coin 1 ausgeben will mit der Zufallszahl R. Jetzt kommt der nächste Schritt, dass Bob sagt, da mache ich dir jetzt eine Challenge. Bob, wie gesagt, kann hier in Non-Interactive diesen Check auch ausführen, der kriegt das Recht übertragen und sagt, gut, ich challenge dich, dafür wähle ich jetzt noch eine Zufallszahl H und diese Zufallszahl geht dann hier wieder in diese wunderbar komplizierte mathematische Gleichung ein und er kann sozusagen Alice dann sagen, hier, ich habe dein Commitment genommen, du kriegst von mir jetzt die Challenge mit der Zufallszahl H von mir und jetzt mach bitte die ganze Computation, das ist sozusagen die Response darauf, muss Alice die ganze Computation machen, muss die mathematische Nachweis führen mit elliptischen Kurven, dass sie auf das richtige Ergebnis kommt. Und das Ergebnis aus dem Commitment, der Challenge, muss sozusagen dann von allen verifiziert werden. Also nicht nur von Bob und Alice, sondern jeder, der das Endergebnis bekommt, kann verifizieren, Alice hat Coin 1 an Bob abgegeben und bezahlt.
klingt verrückt, deswegen nennt man das auch alles MoonMath und ist halt wirklich komplizierte Mathematik. Es gibt, also ich kann euch dann, wenn ihr das noch nicht wollt, gibt ein paar Namen, die man sich sehr gut angucken kann. Professor Schröder, der gestern da war, ist auch sicherlich der richtige Ansprechpartner dafür, um das noch besser zu verstehen. Es gibt in der Computertechnik ein paar Begriffe, die da einem helfen, das mathematisch zu untersteigen. Ist relativ harter Tobak. Ich denke, was das Grundschemata angeht, das habt ihr verstanden. Es gibt die zwei Listen. Man muss ein Commitment, eine Challenge und eine Response machen. Was dahinter steckt, sind elliptische Kurven. Die sehen so aus. Ich habe mal zum Vergleich euch zwei mitgebracht. Das eine ist die von Zcash. Das ist eine relativ aktuelle. Und hier unten ist die von Monero. Ich bin ganz froh, dass man das schön sieht. Das Wichtige ist, warum habe ich die zwei ausgewählt? Weil es halt zwei populäre Privacy Coins sind sicherlich. Und das Interessante ist, dass bei Zcash gab es einen sogenannten Design Flaw. Das heißt, die hatten vorher eine Kurve, die hat an bestimmten Grenzwerten Probleme gemacht. Diese Kurve jetzt hier, die sieht ja relativ simpel aus und die funktioniert auch gut. Bei Monero ist das Interessante, dass wir eine Symmetrie nicht nur auf der X-Achse haben. Das heißt, wir können das hier rüberspiegeln, sondern Monero hat auch auf der Y-Achse eine Symmetrie. Das heißt, ich kann von rechts nach links das spiegelsymmetrisch machen. Das ist eben bei der Zcash elliptischen Kurve nicht. Das hat bestimmte Unterschiede in der Computation, das heißt, wenn ich da jetzt die Operationen drauf mache, kann der Computer das unterschiedlich schnell berechnen. So, und was wird da eigentlich berechnet? Ja, das wäre jetzt die Frage, was passiert jetzt, wenn ich eine elliptische Kurve habe und diese ganzen milde Zero-Knowledge-Sachen, was passiert? Das sind im Wesentlichen zwei Operationen. Ja, das kommt immer wieder. Also jetzt neu starten. Nee. Ja, kannst du gerne machen, aber... Okay, also zwei wesentliche Operationen. Für diejenigen, die so ein bisschen in der Kryptographie sind, es gibt immer diese eine Addition, das ist so dieses und-oder, XOR-Operationen gibt es und für uns vereinfacht dargestellt ist es sozusagen, ich mache eine Addition, das ist P plus Q und das andere ist, ich bilde ein Inverses. Also das ist wichtig, weil elliptische Kurven haben Gruppenoperationen, deswegen funktionieren die überhaupt in der Kryptographie und das sind zwei wesentliche Gruppenoperationen, die ich machen kann. Was bedeutet jetzt, wenn ich mathematisch hier zwei Punkte addiere, ist relativ einfach zu verstehen. Ich habe die Kurve, ich habe einen Punkt P und Q, ich ziehe eine Lineare, ich kriege im Idealfall einen dritten Schnittpunkt und dieser dritte Schnittpunkt wird einfach rumgeflippt, weil die symmetrisch sind, die elliptischen Kurven, und bam, habe ich meinen Punkt, der jetzt beschreibt, dass P und Q addiert sind. Ja, klingt recht simpel, ist total toll, wird mehrfach gemacht. Das Resultat, was daraus kommt, zeige ich euch dann noch. Und es gibt noch eine zweite wesentliche Operation, wenn jetzt der Punkt P und Q immer mehr aneinander wandern, das heißt P und Q liegen auf einmal aufeinander, dann brauche ich halt noch irgendeine Operation, die ich machen kann. Und da sage ich, da ist der dritte Schnittpunkt jetzt dort, wo P und Q sich treffen. Das heißt, wäre jetzt die Frage an euch, was kriege ich mathematisch, wenn ich P und Q immer weiter aneinander bewege, die treffen sich hier, was habe ich dann, was ist an dem Punkt gegeben? Ich kriege eine Tangente. Die Tangente ist hier nicht eingezeichnet, sondern hier kann ich jetzt eine Tangente einlegen. Und wenn ich den Fall habe einer Tangente, sage ich, bam, flippt das rüber und bilde mir das Inverse. Das sind die zwei wesentlichen Operationen, die hinter all diesen elliptischen Kurven, hinter Zero-Knowledge-Proofs, hinter Range-Proofs, also man kann da wirklich einen riesen Tor aufmachen, das ist im Wesentlichen die ECC-basierenden, das sind zwei Operationen. Klingt total simpel, werdet ihr euch wundern, wie kann ich da jetzt tolle Kryptographie machen. Die Zero-Knowledge-Proof-Kryptographie ist eigentlich das State of the Art im Moment. Es gibt Untersuchungen von der NSA, dass die jetzt weg von ECC gehen, aufgrund von Quantencomputern, die das wo alles knacken können. Ist nochmal ein anderes Diskussionsfeld. Ich würde sagen, Zero-Knowledge-Snarks oder Starks oder Zero-Knowledge-Range-Proofs sind schon State of the Art, was die Kryptographie angeht. Und das ist eigentlich das Resultat, was man hier bekommt. Ne? Ich hab, das ist jetzt noch eine andere elliptische Kurve, die machen jetzt diese Operationen ein paar Mal und ich kriege hier eigentlich ein Punktmuster. Und das ist das, was am Ende dann als ein fertiger Satz in die ganze Verschlüsselung reingeht. Da werden dann hier mal Fehlerbits gemacht oder ein Punkt wird quasi nur ausgewählt zur Verifikation und darauf passiert dann die Kryptographie. Ne? Da habt ihr jetzt zwei Folien zu tiefstem Verständnis von der Zero-Knowledge-Proofs. Ich hoffe, ich konnte ein paar mitnehmen. Wenn nee, ihr habt ja bestimmt ein paar Wörter oder Hinweise bekommen, wo ihr euch nochmal belesen könnt. Interessant wird jetzt das Ganze, wenn wir sagen, okay,
was soll ich jetzt mit dieser Privacy machen, was hat das für einen Sinn? Na, das hat halt einen Sinn, dass ich jetzt, das ist das Wichtige, mit Rot und Blau, mir die Punkte oder die Stellen, an denen ich meine Informationen preisgeben will oder wo ich das zum Beispiel muss aus regulatorischer Sicht, dass ich jetzt eben sagen muss, ich muss nachweisen, die Leute haben so und so viel bezahlt oder meine App verbraucht so und so viel, dann kann ich das eben im Nachhinein machen. Ich kann es einmal machen über Viewing Keys, das ist so das gängige bei Monero. Wir hatten gestern den Vortrag von dem Lawrence über Liquid, da sind es sogenannte Blinding Keys, ist relativ ähnlich, ist halt ein Key, der erzeugt wird im Nachhinein, um transparent mit der blauen Linie die Daten, die zwischen zwei Parteien ausgetauscht wurden, in diese Bezahlungen darzustellen. Wenn ich in dem Fall von Monero bin, ist noch wichtig zu verstehen, dass die Fungibility, also diese Nachweisbarkeit von den Coins, immer noch das Problem hat, wenn die unspent sind, das heißt, also, wenn die frisch erzeugt sind, gemintet, gemeint sind, dass eigentlich hier bei dem Miner der Punkt ist, dass der Ursprung noch klar ist. Das heißt also, beim Monero muss erstmal die Coin in dieses Mixing rein und dann ist nach hinten gegeben, dass ein bisschen der Ursprung verschwunden ist. Das ist eigentlich relativ logisch. Na, wenn einmal der Ursprung bekannt ist von der Coin, vom Mining, dann muss ich es halt erstmal hin und her schieben, damit es angefangen ist zu mixen. Anmerken möchte ich hier, dass egal ob wir Mixing nehmen, egal ob wir Smart Contracts nehmen, dass immer das Problem von Drittparteien besteht, weil es gibt ja jemanden, der den Service mir bereitstellt. Das sollte man immer im Hinterkopf behalten. Bei Smart Contracts wäre dasselbe. Es gibt jemanden, der hat den Smart Contract geschrieben, der ist so ein bisschen dafür verantwortlich und da könnt ihr euch sicher sein, der hat eine dedizierte Node, damit es überhaupt läuft, oder der hat halt beim Programmieren sich eventuell Backdoors eingebaut. Das ist zwar transparent bei Ethereum an sich, der Smart Contract, aber ich wäre halt immer vorsichtig hier, weil das sind Third Parties. Also ich wäre einfach vorsichtig. Dann ist es wichtig zu verstehen, dass egal was ich für eine Privacy Coin habe, wenn ich einen Blockchain Explorer nehme, was auch wieder ein Third Party ist, das ist ein Dedicated Node dahinter, das ist vielleicht noch ein Server, der ein bisschen angepasst ist, dass diese Queries, die gehen ganz normal über das HTTPS-Protokoll, dass ich dort quasi auch schon die ersten ein Fingerprint hinterlasse. Also ich habe meinen Internetbrowser, ich surfe auf eine Webseite, ich suche immer nach bestimmten Adressen, das hinterlässt halt Traces. Ne? Das sollte einem bewusst sein, da habe ich noch gar nichts mit Blockchain groß zu tun, aber ich gucke mir halt die Blockchain an und das hinterlässt schon Spuren und kann eventuelle Fragen aufwerfen. So, wie viel Zeit haben wir? Eigentlich gar keine, aber du hast noch, noch ein paar Minuten. Ja, das ist die letzte Folie, ich habe es schon gesagt. Das Wichtige, ich weiß, dass der Professor Sandner ganz strikt gegen Privacy Coins ist, das verstehe ich auch. Meine Message soll an euch sein, dass das Eigentliche, warum Privacy Coins sich durchsetzen werden, auf lange Sicht ist, dass wir das selektiv machen können. Ja, weil es wird jedem einleuchten, wenn ich eine Firma habe, einen Exchange habe, der hat ein großes Interesse daran, einen gewissen Teil von seinen Informationen auf Blockchain zu verstecken. Die Blockchain braucht er halt, weil er das sowieso hat und weil es dezentral ist, wisst ihr alles. Aber sobald der Moment ist, dass es selektiv ist, dann ist es wirklich ein extremer Benefit für den. Ich hatte ein paar Kunden von uns erwähnt. Also wir haben zum Beispiel für SocialX, die sind im Data Market unterwegs, haben wir eine ICO betreut, die haben also Zen als Privacy Coin als Zahlungsmittel akzeptiert. Wir hatten Blue Frontier Group, die haben ein Presale gemacht, das heißt vor der ICO Geld gesammelt, da haben wir einen Escrow Service gemacht mit Zen. Das ist recht interessant, wenn man sich vorstellt, dass man, also Escrow heißt, ich nehme das Geld sozusagen an, bis eine bestimmte Bedingung erfüllt ist. Und dort waren die Bedingungen, wir müssen zum Beispiel 10 Millionen US-Dollar einsammeln. Und nur ist es mega interessant, dass dieser Betrag, der zu einer bestimmten Zeit erreicht wird, dass der halt privat ist. Ne? Weil dann weiß keiner, aber nochmal, jetzt fehlen eine Million, da springe ich jetzt noch rein und dann kann das Projekt starten. Sondern es ist halt eine Unbekannte. Und das ist halt mega interessant gewesen für uns zu sehen, dass es eigentlich negativ ausgefallen ist. Ne? Weil dadurch, dass die Unbekannte besteht, war sich niemand sicher, ob jetzt das ein Scam ist oder nicht. Und damit haben wir eigentlich relativ wenig Funding gehabt. Aber war ein interessanter Use Case. Dann hatten wir letztes Jahr hier in Frankfurt zu der Konferenz den Digiturnier gefunden. Das ist eine Anwaltskanzlei und die haben von uns einen Messenger gekriegt. Also wir haben einfach gesagt, TGP-E-Mail, super verschlüsselt, lass uns mal über Blockchain einen Messenger machen. Haben gesagt, wir haben CGS Nax und können da einen Messenger aufbauen. Also, Message ist, selektive Privatsphäre ist super und wir können das sogar auf jedem PC machen. Blockchain ist dazu da, es ist ein inklusives System, jeder kann partizipieren. Wir können partizipieren über eine Node, einen Miner, der kann programmieren
es ist eigentlich alles Open Source. Und das Beste ist, man kann halt auch selber entscheiden, wenn ich als Merchant Bezahlsysteme bekomme, ich habe mein eigenes Wallet in der Hand, ne? Ich habe ein Cold Wallet, wir sind auf Ledger S, kann man super die Coin kaufen und verkaufen. Ja, danke. Super. Vielen Dank, Arno. Noch irgendwelche Fragen? Ich habe eine Frage. Ja. Und zwar, ich sage gleich mal vorab, ich bin da gar nicht drin. Ich bin zufällig gelandet. Ich habe keine Ahnung, deswegen war es sehr spannend. Oder zwei Fragen. Erstens, kann man da eine Präsentation nochmal reinkommen? Ja, ja, klar. Die ist nicht öffentlich. Dann kann man da viel nochmal nachlesen. Und du hast gesagt, diese mathematischen Vorgänge für Zero-Knowledge-Proof und so weiter sind sehr komplex. Mhm. Wie aufwendig ist es denn, wenn das wirklich viele prüfen müssen und dann entstehen dadurch irgendwie hohe Strom- oder Transaktionskosten? Das ist eigentlich zu vernachlässigen. Nee, also zu vernachlässigen ist das nicht. Das geht eigentlich in diese Debatte, wie viel Sicherheit brauche ich? Sicherheit ist in unserem Fall dieses Computation sozusagen. Und wie schnell muss es eigentlich gehen? Also es ist immer dieser Trade-off, wie schnell und wie viel Sicherheit brauche ich? Ich sage mal allgemein, was wir als Benchmark haben, ist, dass alle unsere Nodes, die haben bestimmte technische Anforderungen. Wir brauchen zum Beispiel 2 Gigabyte Arbeitsspeicher. Wir brauchen, also wir haben sogenannte Challenges Times. Das ist sozusagen, wir schicken an alle Nodes, ich glaube, es ist jetzt alle, weiß nicht, 30 Minuten oder jede Stunde, wird an alle Nodes declared, bitte berechnet das und das. Und die müssen innerhalb von 200 Millisekunden, kann jetzt ein bisschen weniger gehoben sein, aber es ist halt eine feste, definierte Zeit. Und wenn die das nicht schaffen, in dieser Zeit die Berechnung zu machen, dann werden die ausgeschlossen für den Zeitpunkt. Na, also wir haben schon harte Anforderungen. Das ist auch der Grund, warum es sehr lange gedauert hat, auf Mobile Devices zu kommen. Na, wir haben jetzt gerade mal erst, also glaube ich 2 Monate alt, ein Wallet für das Mobile Phone. Ist im Play Store, iOS, könnt ihr finden, ist hier. Und das liegt aber halt daran, nur weil die Technologie sich in der Performance verbessert hat. Das ist im Wesentlichen getrieben durch den Professor aus Israel, das ist der Eli Ben Sasson, der das treibt. Ja, und das ist halt wirklich das Problem der Performance, die da eben immer ein bisschen reinspielt.